Ich hole heute mit euch gemeinsam meine neue G-Klasse ab. Da steht das schon abgedeckt. Das zeigen wir mal auf. Ich bin echt gespannt auf die Farbe. Eins, zwei. Oh mein Gott, guck dir die Farbe an. Einfach geil. Genial. Sonntag, 16 Uhr und heute ist auch noch Muttertag. Mein Gott, ich wünsche allen Müttern auf dieser Erde alles, alles Gute. Und ich dachte mir, heute ist zwar Muttertag, aber ich hole jetzt mal mein Baby ab und zwar mein Riesenbaby. Es ist jetzt meine 5. G-Klasse, seitdem es die ganz neue G-Klasse gibt, seit 2018. Es ist jetzt meine 5. G-Klasse. Die anderen blenden wir euch gleich ein. Ihr habt ja genug Zeit gehabt zu raten, welche Farbe es ist oder es wird. Und jetzt ist er da. Ich habe 1,5 Jahre gewartet und heute ist es soweit. Und da ist der Daniel schon. Ich gehe schon mal hin, wir verkabeln ihn und dann geht's los. Ich bin echt gespannt auf die Farbe, weil den habe ich so noch nie gesehen auf der Straße. Ja. Den gibt's ja als matt, ne? Genau. Oh mein Gott, das ist doch, wie viel Quadratmeter Stoff hast du denn hier? Das ist ja krass. Und wo ich echt gespannt bin, ich habe zum ersten Mal ja im unteren Bereich die schwarze Applikation genommen. Genau. Ne? Ich habe es mal live gesehen bei einem, ich glaube, das war ein Anthrazit. Ja. Und da hat das Auto sehr schmal gewirkt. That's what she said. Ich bin echt gespannt. Kann es ja sein. Seit wann ist er jetzt hier? Seit 3 Wochen. Die Änderungen haben wir ja nur vorgenommen. Ah ja, stimmt. Welche Änderung das ist, erzählen wir euch gleich. Und dann fahren wir natürlich auch, oder? Ja, definitiv. Wir fahren wir mal zusammen. Und es gibt ja eine klitzekleine Änderung für mich im Auto. Zwei. Einmal, was die Klimatisierung betrifft. Ja. Und einmal, was mein Lenkrad betrifft. Und das zeige ich euch auch gleich. Ein Soundcheck machen wir auf gar keinen Fall, weil das Auto ist noch niegelnagelneu. Aber die Änderungen, genau. Habt ihr schon fertig? Sind fertig. Klar. Ehrlich jetzt? Klar. Wahnsinn. So schnell? Ja, klar. So, die Änderungen zeigen wir euch, welche das ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist schon mal hier, das sind schon mal meine Blinker. Meine Blinker. So, machen wir jetzt, komm, deck mal ab. Jetzt schon? Ja, klar, komm. Bin ich bereit. Geh du auf die andere Seite. Oder nee, komm du hier. Nee, das ist echt, lass mich dann. Nee, jetzt ohne. Oder nee, komm. Oder? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ist das geil. Ey, wie kriegt ihr denn das alles runter? Oh mein Gott, guck dir die Farbe an. Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Tief, grün, Uni. Das heißt, perfekt. Grüner geht's eigentlich gar nicht. Ne? Jeden, den ich gesagt habe, ich habe meine neue G-Klasse in grün bestellt, ah, machst jetzt einen auf Jäger oder was? Aber das ist doch geil. Guck dir mal die Lackierung an. Und ich glaube, die Lackierung können wir uns besser anschauen, wenn er rausfährt, oder? Die Farbe braucht Licht und dann ist er phänomenal gut. Unglaublich. Und meine Applikation in schwarz? Geil, meine Kennzeichen hast du auch gekriegt. Das ist geil. Das ist geil. Ihr wisst ja, ich muss immer 8 in mein Kennzeichen haben. H für Hamid. Ja. M für Mossadegh. Ja, genau, M für Mossadegh. 828. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich davor stehe, der wirkt gar nicht so. Nein, so, der wirkt trotzdem breit. Ja. Der wirkt trotzdem breit. Und meine Änderung, meine Freunde, ich habe meine Einstiegsleisten in schwarz folieren lassen, weil die in schwarz ab Werk nicht bestellbar sind. Ne? Und ich finde das so viel stimmiger. Da geht schwarz jetzt so rüber. Dann habe ich meine Auspuffanlage Pulver beschichten lassen. Ne? Und dann, zack, haben wir hier so eine Linie. Es kommen noch andere Felgen. Und wenn es soweit ist, zeige ich euch die anderen Felgen. Ich bin so froh, dass ich endlich wieder mein Auto habe. Das ist so geil. Nach Hyazinthrot ist jetzt NATO Oliv Uni. Das ist doch mega. Was sagt ihr zu der Farbe? Bitte. Schreibt mir mal bitte, was ihr zu der Farbe... Und ihr könnt ehrlich sein. Ihr könnt auch sagen, Hamid, ich finde die Farbe... Ich finde die Farbe mega cool und ich würde mir jetzt gerade, wenn ich mir sogar eine AMG Black Series bestellen würde, würde ich es auch in der Farbe bestellen. Ja. Definitiv. Grün steht ihm hervorragend. Eine Änderung gibt es außen, weißt du das? Eine Änderung gibt es außen? Ja.
Was ich mega cool finde. Aber du als mein Mercedes-Verkäufer müsstest mir das eigentlich sagen. Hat das habe ich dir bestimmt schon gesagt, deswegen weiß ich es auch. Hast du eigentlich für deine Mutter schon Blumen? Ja, klar, Muttertag. Ja, ja, sicher. So, eine Änderung gibt es vorne. Außenbereich, erzähl. Ja gut, die Blinker. Nein, das habe ich jetzt extra gemacht. Diese Blinker haben eine Geschichte. Diese Blinker ist, wenn du einen Auffahrunfall hast, verschwinden sie nach unten. Dann gehen sie nach unten rein. Und das könnt ihr sehen bei Bye-Bye Mercedes. Das habe ich schon in meiner rote G-Klasse erklärt. War das teuerste Entwicklungsteil. Echt? Mhm. Den Blinker wird es so drauf zum Kriegen und dann halt eben die Technik dahinter, dass wir den aufgrund Fußgängerschutz etc. drauf behalten dürfen, weil das steht einfach für G. Bitte? Der Stern in Schwarz. Der Stern in Schwarz, genau. Aber da steckt noch eine Technik hinter? Distonic. Mittlerweile da steckt der, genau. Serie mit dabei. Genau. Jetzt trotzdem eine Änderung, weil als ich meinen blauen noch hatte, da war, wenn du Distronic musstest du bestellen und wenn du es bestellt hast, war dein Stern nicht rausgeprägt, sondern war hinter so eine Scheibe in dem Sinne. Ja. Und da waren ganz, ganz dünne Streben drin, weil die beheizt die Heizung, sein musste, die Heizung. Und dann wusstest du immer, aha, Stern ist rausgeprägt, also hat das Auto kein Distronic. Aber mein Stern ist geprägt, rausgeprägt und in schwarz, was ich mega geil finde. Und wenn du mal näher rankommst, es ist nicht schwarz, es ist chrom, aber eloxiert in schwarz. Es ist mega schick gemacht. Ja. Und trotzdem habe ich mein Distronic hinter. Das perfekt. Ist geil. Ja. Das ist richtig geil. So, fahren wir? Fahren wir. Komm, ich will euch die Farbe draußen zeigen, weil das kommt mir hier drin noch nicht so richtig gut rüber. Draußen in der Sonne könnt ihr noch mal das sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Sonne noch geiler wirkt. Na? Definitiv, ja. Ja. Und was so ein Entwicklungs... Was kostet das? Schreibt mir mal in die Kommentare, was kostet wohl so eine Entwicklung? Jetzt guckt euch mal diese Farbe an. Oh mein Gott. Und ich muss sagen, es hat sich zu 100% gelohnt, die Einstiegs-, also die Trittbretter in schwarz zu machen. Ja. Definitiv. Das Auto wirkt viel geiler. Und guck dir mal die Farbe an. Das ist ja Wahnsinn. Das soll ja nochmal komplett andere Farbe. Hast du mal in der Farbe einen verkauft? Nee, der erste. Echt? Auch noch nie gesehen. Geil. Einfach geil. Genial. Alles schön in schwarz. Spiegelschwarz. Mein Dach in schwarz lackiert, die Applikation in schwarz und das ist auch schwarz Metallic, ne? Das ist nicht schwarz Uni. Genau. Ich hätte es in schwarz Uni schöner gefunden, aber hätte, hätte Schmerztablette. Ich habe endlich meine neue G-Klasse. Jetzt fahren wir eine Runde, komm. Okay. Alter Schwede, endlich, endlich. Es ist immer wieder was Schönes, dieses Auto zu fahren. Immer wieder. Ich liebe dieses Auto, das ist einfach so. So, was hat sich für mich jetzt geändert? Erstmal Geruch. Das ist unschlagbar. Neu. Neu. Einfach neu. Jetzt, diesmal alles in schwarz gehalten, bei meinen Hyazinthroten, bei dem Vorgänger war ja alles innen braun. Genau. Jetzt habe ich extra alles schwarz. Carbon, schön, wieder reingebaut. Mein Carbon-Lenkrad. Und jetzt werde ich einen Fehler nicht mehr machen, was ich bei meinen Hyazinthroten gemacht habe. Welchen erzähle ich euch gleich. Ich habe euch ja eben erzählt, zwei Sachen haben sich geändert für mich jetzt. Drei Sachen, also einmal die Farbe von Hyazinthrot auf NATO Oliv Uni, grün, mega, richtig schön. Sonst ist alles gleich geblieben, Bedienelemente, alles gleich geblieben. Nur mein Lenkrad hat jetzt beim 22er Modell, oder das war schon beim 21er Modell, hat jetzt nochmal zwei Zusatzknöpfe bekommen. Die Lenkradtaschen. Bedienung, genau. Ja. Einmal ein Rädchen, wo ich dann alles umstellen kann, von Komfort, Sport, Sport Plus. Und dann einmal hier zwei Tasten, die ich verschieden programmieren kann. Ne? Genau. Jetzt in dem Sinne Start-Shop-Automatik ausmachen oder ganz wichtig, meine Klappensteuerung, Auspuff, bam, raufdrücken und zack. Das ist geil, ne? Ja. Das ist echt geil. Ansonsten, meine neue G-Klasse. Richtig geil, die Verarbeitung. Wieder die schöne Burmester-Soundanlage drin. Schön Carbon. Hier Carbon überall. Dunkel gehalten mit Kontrast-Ditching. Das ist doch geil. Ja. Das ist einfach perfekt. Luxus pur, oder? Ja. Oh, ich liebe dieses Auto. Das finde ich nicht so schön. Meine Bedienelemente jetzt, was die elektrischen Fenster betrifft, gibt es nicht mehr in schwarz. Ja. Bei meinen Hyazinthroten war das komplett schwarz. Ja. Jetzt ist es so in Silber gehalten und es ist sehr plastikförmig. Also man sieht richtig Plastik. Ja. Ne? Das finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Belüftete Sitze, das ist schon geil. So, mein Fehler, was ich nicht mehr machen würde mit meinem Carbon-Lenkrad, was ich bei dem vorherigen leider gemacht habe, ist
hier anzufassen, mein Alcantara. Das war nach kurzer Zeit so schmierig. Ja. Das könnt ihr in den vorherigen Videos sehen. Bye-bye Mercedes, guckt euch mal das Video an. Das ging gar nicht, aber jetzt mache ich nur hier oben. Hier oben mein Carbon. Oder hier unten halt, ne? Aber ich finde, das muss sein. Du musst hier ja. Ein Carbon-Lenkrad ja. haben. Ja. Und noch genieße ich die alte Version Lenkrad, weil das wird ja bei dem Facelift-Modell neu kommen, ne? Genau, wird als Touch und dann, ja. Wann darf ich den denn eigentlich bestellen? Bald. Ich schreibe dir und dann... Konfigurieren wir was Schönes und dann ja, schauen wir mal, geil. Was es dann wird. Da nehme ich euch mit. Da machen wir kein Geheimnis raus. Das Auto konfigurieren wir zusammen, gemeinsam. Okay? Ja. Das hatte ich bei den Hyazinthroten auch nicht. Meine belederten... Ah, falsch angewählt. Ach, schön. Meine belederten, wie nennt man das nochmal? Haltegriffe. Haltegriffe. Ja. Belederte Haltegriffe. Geil. Ja. Uhr. IWC. Schön. Ja. Auch schön nicht digital. Ne? Das finde ja, ich geil. Passend zu dem Auto. Ja. Und eine Sache hat sich bei meiner Klimatisierung geändert. Und zwar kann ich ja hier das hier anklicken. Die Ionisierung. Das hatte ich bei den Hyazinthroten auch nicht. Nee. So, und jetzt reinigt und erfrischt er sozusagen die Luft. Die Innenluft. Ne? Ja. Die Innenluft und auch geruchsneutral. Genau. Ich muss sagen, ich finde es einfach mega. Obwohl ich so, also eigentlich hat sich ja nichts geändert, aber trotzdem kommst du hier rein und hast ein mega geiles Gefühl. Ja. Du bist der König auf den Straßen, du sitzt hoch. Ne? Gefühlt 3 Meter über den Dingen. Unglaublich. Und er ist auch übersichtlich, obwohl man es nicht meint. Man sieht die Ecke, wo er aufhört, ja. Man sieht die Blinker oben genau, drauf. Das ist genau, genau, das genau, perfekte genau. Stadtauto. Genau, ja. Dann gehen wir jetzt essen und ja. Dann machen Papierkram. Genau, dann machen wir noch das Schriftliche. Deine genau. Auslieferungsgeschenke kriegst du noch. Ach echt? Ja klar. Was krieg ich denn? Was Besonderes. Ach komm, sag mal jetzt, komm. Du darfst raten, du. Ich habe 3 Geschenke für dich. Okay. Rate mal. Okay. Das sind 3 Dinge, die in jeder G-Klasse sein müssen. Also auf jeden Fall definitiv ein Regenschirm, Tankkanister. Ja, was dritte? Auf. Schlüsselanhänger. Genau. Regenschirm, Tankkanister, Schlüsselanhänger. Genau. Echt, dass es jetzt regnet, ne? Oh ja. Mein Gott. Das ist echt heftig. Aber das muss das Auto abkönnen. Eben. Es ist... Wasserdicht. Ja, definitiv. G steht für Geländewagen. Ja. Und wasserdicht ist es auch, definitiv. Ja. Nur das Erste, was wir ganz schnell machen müssen, ist vorne folieren. Ja. Steinschachschutzfolie. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, ne? So. Die allererste Fahrt. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Viel Spaß damit. Ich habe noch deine Geschenke. Du musst cool. es erraten. Cool. Welche? Habe ich ja schon. Hast du geraten, genau. Ja klar. Regenschirm, Kanister. Was war das dritte, was ich gesagt habe? Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger, genau. Moment, ich hol schnell, bin gleich wieder da. Okay. Ich bin mal echt gespannt. Was habt ihr denn gesagt? Und was sagt ihr zu meiner neuen Farbe? Grün Uni. Und ich bin zurzeit total Fan von Unilack. So Metallic-Lack ist ein bisschen out. Matt war ich nie so ein riesen Fan. Und Uni ist jetzt immer, weiß ich nicht, es ist so tief, es ist so richtig sattes Grün. Es ist einfach, ich finde es persönlich mega schick. Bin gespannt, was ihr reinschreibt. Oh, Regenschirm habe ich schon mal richtig gesagt. Regenschirm? Regenschirm? Alter Schwede, was ist das für ein Regenschirm? Wie groß ist denn das? Ist das schon fast so groß wie ich? Ey, das ist ja Wahnsinn. Ja, der wächst noch. Okay. Und dann? Oh. Wischwasser? Wischwasser. Geil. Geil. Winterfit. Aber Winter, das dauert ja noch. Gott sei Dank. Und dann das Wichtigste, was in keiner G-Klasse fehlen dürfte, laut deiner Aussage vom letzten roten G. Darf man? Halt mal. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Oh! Eine Wasserwaage. Das ist ja geil. So, und damit, das testen wir jetzt mal sofort. Oh. Da ist irgendwas schief gelaufen, mein Bauch. Ja, da müssen wir nochmal neu justieren, Coach. Mit einem guten Partner geht nichts schief. Ja. Ja, geil. Ey, ich hätte mit allen gerechnet, aber nicht damit, Alter. Das ist keine ja Wahnsinn. Keine Kosten und Mühen gescheut, um geil. Dich glücklich zu machen. Geil, 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 geil. Super, vielen, vielen Dank, mein Sehr Lieber. Sehr gerne. Danke dir. Sehr gerne. Wir sehen uns wieder. Definitiv. Wenn ich den neuen konfiguriere, ja. Sind wir dabei. Definitiv. Okay? Bis bald. Danke für deine Mühe, Mann. Gerne. Danke. Vielen Bis Dank. Dann. Ciao. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Jetzt kümmert euch schön um eure Mütter, weil heute ist ja Muttertag. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.